Willkommen zu Frequent Traveler TV. Und in der heutigen Folge haben wir auf der anderen Seite natürlich nicht Mario sitzen, sondern Johannes. Ich habe es richtig jetzt hier. Ja, die Richtung stimmt. Man muss das ja immer im Kontrollbildschirm kontrollieren, damit man nicht wild gestikuliert. Ihr fragt euch jetzt natürlich, wer ist Johannes? Um was geht es? Es geht um Revolut. Es geht um Lufthansa, Miles & More Kreditkarte. Es geht um die Kreditkarte von der DKB im Allgemeinen, die Hilton-Karte. Und im Prinzip um Johannes. Er ist unser Kreditkartenspezialist. Wenn ihr mehr Sendungen sehen wollt mit Johannes, müsst ihr hier unten kommentieren, den Kanal abonnieren, Glocke und Like und so weiter dalassen. Aber Johannes stellt sich jetzt am besten erstmal selber vor, ne? Ja, hallo zusammen. Schön jetzt auch mal im YouTube-Format mit dabei zu sein. Ich bin Johannes. Seit 2017 bin ich mit Lars zusammen im Frequent Traveler Circle und cover das Thema Kreditkarten. Wir sehen das immer als den Riesenschritt nochmal neben den Meilen, die man mit Flügen, mit Hotels und so weiter sammelt, nochmal zusätzlich was Gutes on top zu legen und dann wirklich ja, das Meilensammeln nochmal auf das nächste Level zu bringen. Und heute möchten wir ein Thema besprechen, was wirklich jetzt relativ viele Leute, wie soll man sagen, unangenehm erwischt hat, weil Revolut war so, ja, wie soll man sagen, so das Schweizer Taschenmesser der Meilensammler mit Kreditkarten. Und das ist dann auf einmal relativ schnell über Nacht von der DKB lahmgelegt worden. Und das ist unser heutiges Thema. Lahmgelegt. Also ich sag mal so, du hattest ja erzählt, das stand in den AGBs schon seit wie vielen Jahren drin? Wie viele Jahre? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall relativ lange. Genau. Also vielleicht für alle, für die das Thema noch ganz neu ist, fangen wir noch mal ganz von vorne an. Was ist die Miles & More Kreditkarte? Was ist Revolut? Und was war die Kombination zwischen den beiden, die so viel Spaß gemacht hat? Also die Miles & More Kreditkarte ist eine Kreditkarte, wie der Name sagt, die eben von der DKB herausgegeben wird im Miles & More Branding. Und das Tolle an dieser Kreditkarte ist, dass man wirklich mit jedem Euro bzw. jeden 2 Euro, die man damit umsetzt, eine Meile sammeln kann. Und das, ja, übers Jahr hinweg führt natürlich dazu, dass man da nochmal einiges an Meilen zusätzlich gutgeschrieben bekommt. Wo es jetzt richtig interessant wurde für viele, war in der Kombination mit Revolut. Revolut ist eine Neobank, also so eine App-basierte Bank, über die man dann im Prinzip so eine App hat, die ja mehr oder weniger so das typische Girokonto bei einer normalen Bank ist. Bisschen mehr digital, dafür ein bisschen schlechterer Service, aber so gleicht sich das dann irgendwie aus. Wo es jetzt spannend wurde, ist, dass man sein Revolut-Konto mit der Miles & More Kreditkarte aufladen konnte und dann für die Aufladung Meilen gesammelt hat. Also, um es mal ganz einfach zu machen, ihr habt die Revolut-App, ladet da 1000 Euro auf mit der Miles & More Kreditkarte und dann, je nachdem, ob ihr die Privatkunden- oder Geschäftskundenkreditkarte habt, bekommt ihr dann dafür 2 zu 1 bzw. 1 zu 1 Meilen, also 1000 Meilen bei der Geschäftskarte, 500 Meilen bei der Privatkundenkarte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man wirklich jetzt neben was weiß ich, neben den Restaurant besuchen oder dem Shoppen gehen, Prinzip alle Ausgaben, die man hat, über Revolut sich dann mit Meilen vergolden lassen konnte. Also gab es Konstruktionen, zum Beispiel, ihr bezahlt eure Miete eben anstatt vom Sparkassen-Girokonto über die Revolut-App und ladet dann vorher die Revolut-App mit der Kreditkarte auf und habt dann so gesehen für eure Miete Meilen gesammelt. Das war ja super spannendes Thema, haben viele lange genutzt und ja, das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber Lars hat es ja schon gerade angesprochen. Man kann eigentlich gar nicht so richtig sagen, dass es erst jetzt gekillt wurde, weil in den AGB von der Miles & More Kreditkarte stand schon seit ja, Jahren, das genaue Datum kenne ich jetzt nicht drin, dass es eigentlich für solche Bargeld-like Transaktionen keine Meilen geben sollte. In der gelebten Praxis war das aber immer der Fall. Und jetzt kam dann letzte Woche eben relativ kurzfristig irgendwie an einem, ich glaube, es war ein Mittwochabend, die E-Mail, dass ab Donnerstag für solche Transaktionen keine Meilen mehr gutgeschrieben werden. Der heilige Gral war es ja deshalb, weil ja die Transaktionen bei Revolut kostenfrei waren. Das heißt also, man hat ja keine Gebühren zahlen müssen, gar nichts, weil die Revolut-Karte ja öfters die Möglichkeit gegeben hatte, auch die Zahlung kostenlos zu machen. Du hast auch erwähnt, das betrifft ja auch andere DKB-Karten, die Hilton zum Beispiel, ne?
Ganz genau, ja. Also DKB gibt zwei Karten raus, die für Meilensammler ganz interessant sind. Für die lieber fliegen, ist die Miles and More Karte mit der Lufthansa eben das Perfekte, weil man damit dann Miles and More Meilen sammelt. Aber gibt natürlich auch immer Leute, die lieber Hotelpunkte sammeln, und da ist die Hilton DKB Kreditkarte spannend. Damit bekommt man dann pro Euro Umsatz einen Hilton Honors Punkt. Das ist aus meiner Sicht so von der reinen Sammelratio jetzt nicht ganz so spannend wie die Miles and More Karte. Allerdings muss man dazu sagen, was nett an der Karte ist: ab 20.000 Euro Jahresumsatz ist man dann bei Hilton Diamond. Allein um die Karte zu haben, gibt schon den Goldstatus. Und dementsprechend war das dann für viele so gesehen der No-Brainer, die Karte zu haben. Und ja, viele haben dann ihre ersten 20.000 Euro Umsatz dann auch zu einem Teil über Revolut gemacht und sich so, ja, im Prinzip sogar ohne Nächte den Diamond-Status direkt sichern können. Das ist jetzt in der Form leider auch passé, weil eben Miles and More und Hilton-Karte das beide gleichzeitig abgeschaltet haben, dieses Feature. Und natürlich gibt's neben Revolut, oder gab es neben Revolut auch noch andere Möglichkeiten. Revolut war so das Prominenteste, aber wir hatten auch Apps wie Viber, wie Zen, alles im Prinzip irgendwie mehr oder weniger Neobanken, die Aufladung per Kreditkarte erlaubt haben. Die sind jetzt eben alle auf einmal ausgeknipst worden, und dementsprechend so die erste Reaktion: Oh, Revolut geht nicht mehr. Wenn man so die Schlagzeile gelesen hat, dann wechsle ich jetzt zu Viber. Das ist leider in der Form auch nicht möglich. Ja, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, es zählt ja noch nicht mal mehr der Umsatz. Also das heißt ja nicht nur, dass du keine Punkte kriegst, sondern du kannst auch nicht die 20k Umsatz mehr einfach generieren, weil es zählt einfach gar nichts davon. Also weder die Drehzahl noch die Punkte. Also das heißt also im Prinzip, dass du damit Popo-Karte gezogen hast, richtig? Ja, also es heißt im Prinzip, gibt's zwei Möglichkeiten, was man ja so auf den deutschen Reiseblogs dann immer wieder gelesen hat. Ja, das ist gar nicht schlecht, weil jetzt hat man endlich nicht mehr die ganzen Kreditkarten-Diamonds in den Hilton-Hotels, und dann gibt es auch wieder mehr Upgrades für die erschlafenen Diamonds. Klar, man muss sich den Diamond jetzt eben wieder richtig erschlafen oder eben über normale Umsätze machen, was ja nach wie vor geht. Also, was weiß ich, Shopping, Flüge buchen und so weiter. Aber dann muss man auch mal so ehrlich sein und sagen: In den USA gibt's den Diamond-Status einfach allein mit der Kreditkarte. Also, da muss man nicht mal einen einzigen Euro Umsatz für machen. Deswegen finde ich die Argumentation dann auch immer so ein bisschen verkürzt. Ich will da direkt die Karte in die Kamera halten. Das ist die Hilton Aspire. Ist eine Metallkarte, ein bisschen geschubbert, weil die mit den anderen Karten zusammen ist, Hyatt und so weiter, die ich habe. Weil da gibt es nämlich direkt in der Tat den Diamond-Status, oder es gibt die Surpass. Das ist, die Karte kostet dann nicht $450 wie diese, sondern die Surpass kosten $99, glaube ich, ne? Johannes, hast du das im Kopf? Ja, die haben es jetzt auf 150 hochgeschraubt. Ich habe die Karte selber. Allerdings muss man sagen, lohnt sich trotzdem, weil, was sie gleichzeitig gemacht haben: Sie geben dir jedes Quartal $50 Guthaben für Hilton. Und die kann man eben, ja, beim Übernachten dann einfach aufs Folio anrechnen lassen. Wenn man jetzt in einem Quartal nicht bei Hilton übernachtet, was aber auch geht, ist, man geht einfach da mal schön essen oder was weiß ich, bucht sich das Spa. Solange die Das Internet hat da gerade den Johannes verschluckt. Gucken wir mal, dass er wieder hier kommt. Ja, also was Johannes sagen wollte, ist, dass das mit dem Spa, dass das zumindest auf Hilton gebucht werden muss und von Hilton abgebucht werden muss. Und bei der Surpass gibt es eine Funktion, die halt relativ lustig ist, ist, dass man, wenn man $40.000 Umsatz macht, kann uns auch Johannes gleich nochmal bestätigen, dann gibt es dort auch die Diamond-Karte ohne großen Aufwand. Und da ist der Johannes wieder. Er war kurz weg, er ist wieder da. Ich habe deinen Satz zu Ende geführt. Ich hatte gesagt, dass man bei Hilton den Umsatz nur machen muss. Heißt also, es muss im Spa Hilton ersichtlich sein. Und das andere war, die Surpass bei 40k gibt ja auch den Diamond-Status und nicht nur den Gold, korrekt?
Ganz genau, ja, es gibt im Prinzip so, ja, wie soll man sagen, so zwei Stufen, wo man nochmal Benefits on top bekommt. Das ist einmal bei 15K, da gibt es eine Freinacht, und das Coole ist auch, im Vergleich jetzt zu Marriott oder so, ist das Freinacht-Zertifikat nicht irgendwie auf 30.000 Punkte gecapped oder so, sondern das ist wirklich unlimited. Es gibt irgendwie 10, 15 Properties, die da excluded sind. Aber von daher, das ist so der erste nette Spend-Threshold, wie sie das nennen. Und dann genau, wenn man dann nach den 15K noch auf die 40K hochgeht, dann gibt es eben den Diamond-Status auch nochmal on top. Ja, und vor allem 17-fache Punkte, ne? Also das heißt nicht so wie in Deutschland, man kriegt nur einen Punkt pro Umsatz, sondern man kriegt bis zu 17 Punkte. Bei Hilton war es ja, glaube ich, doppelte Punktzahl bei der DKB-Karte. Aber ich meine, 17-fache Punkte zu zwei, daran siehst du doch, wie in Deutschland man in den Popo gekniffen ist. Ja, das kann man so sagen. Mein Highlight sind ja immer, die haben bei Hilton über die letzten Jahre eigentlich jedes Jahr so eine Promotion gehabt, wo es doppelte Punkte für alle gab und dann dreifache Punkte für Hilton-Kreditkarteninhaber. Wenn man das dann macht, dann ist man irgendwie bei 50 Punkten pro Dollar, oder jetzt lass es 48 sein oder so. Aber das ist wirklich verglichen mit dem, was man dann in Deutschland angeboten bekommt, eine ganz andere Geschichte. Und deswegen sind halt die US-Kreditkarten auch so super spannend. Wir haben uns jetzt ein bisschen auf die Hilton-Karte eingeschossen, aber das läuft in der einen oder anderen Form in den USA eigentlich für jede Hotelbrand ab. Lars hat ja gerade sein Portfolio an Karten da in die Kamera gehalten, und ja, das sieht jetzt bei Hyatt oder Marriott nicht unbedingt schlechter aus. Ja, das sind meine Daily Driver. Ich habe noch andere Karten, aber das sind halt die, die ich immer im Portemonnaie habe. Einmal, ups, eine fehlt. Ha, wo ist meine Bonvoy-Karte? Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es das Gleiche als Visa-Karte für Business, eine Visa für Privat. Dann gibt es das Ganze auch für Visa mit der Chase. Und es gibt eine American Express Bonvoy-Karte. Ich kann die auch kurz zeigen. Die habe ich ja zumindest auf meinem Telefon, in der Wallet, wie das so schön heißt. Und dann sieht die Karte, dann seht ihr auch, dass ich bei Apple eingekauft und bei Chipotle war. Aber so sieht die Karte dann aus. Habe ich irgendwas anderes bezahlt, was man nicht hätte sehen sollen? Nö. The Pizza Bakery, T-Fast Track Tolls, das ist alles in Ordnung. Ja, also insofern seht ihr, da sind wesentlich mehr Potenziale zu heben mit amerikanischen Kreditkarten. Und ich möchte auch gar nicht von den American Express-Karten anfangen, die im Charge-Bereich sind. Also das heißt, es sind ja Charge-Karten, die Platin, Gold und die Centurion und so weiter. Und da ist es doch vielleicht für den einen oder anderen eine interessante Möglichkeit, in den USA eine Kreditkarte zu bekommen oder Kreditkarten zu bekommen. Denn in den USA hat man zwei Möglichkeiten, Kreditkarten zu bekommen, nämlich als Firma, hat man in Deutschland ja auch, oder aber als Privatperson. In Amerika hat man dann das Thema mit der Privatperson, dass man einmal im Leben diesen Bonus nur abgreifen kann. Chase hat, glaube ich, 7 Jahre oder was, ne, als Ding, dass man es wiederhaben kann. Da muss, ich weiß nicht, hast du das im Kopf, Johannes? Ich meine, das wäre 7 Jahre, dass du da das Ja, abgreifen kannst. bei Chase sind 7, bei Amex ist der Bonus, wird genannt once in a lifetime. Allerdings gibt's da auch so die ein oder anderen Stimmen, die sagen, dass irgendwie nach 8, 9 Jahren das System das einfach nicht mehr richtig on file hat. Was mich ein bisschen wundert bei Amex, weil die kriegen sie ja tatsächlich ganz gut hin, immer dieses Member-Sins relativ konstant auf die Karten zu drucken. Aber genau, also im Prinzip mehr oder weniger beschränkt in Hinsicht auf Bonus bekommen. Allerdings dann auf der anderen Seite muss man sagen, in den USA, ja, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Marriott anguckt, wie viele Kreditkarten gibt es da? Wir haben bei Amex allein 3, und dann Chase nochmal sind es 2 oder 3. Also ihr seht allein. Bei Chase ist die Ritz-Carlton-Karte, die nicht offiziell zu bekommen ist im Moment. Ne? Du kannst sie nur über den Trick bekommen, indem du ein Jahr Mitglied, also ein Jahr die Bolt hast, auf 10K dein Limit hochpumpen kannst und dann kannst du auf die Ritz-Carlton-Karte gehen. Ja, dann sind wir sogar bei 6 Karten im Marriott-Universum. Und daran seht ihr, also klar, es gibt den Bonus nicht ganz so leicht wie in Deutschland. Allerdings
gibt es dafür halt einfach allein für die Marriott-Brand jetzt 6 verschiedene Karten, die man sich da mal angucken kann, die dann auch teilweise alle unterschiedliche Benefits haben, so dass es schon Sinn machen kann, auch davon 2 verschiedene zu haben und das Gleiche dann eben multipliziert über Airlines, über Hotelprogramme, da kommt einiges zusammen. Ja, und vor allem das Spannende ist, wenn man eine Firma zum Beispiel hat, dann kriegt man für die Firma die Karte, aber komischerweise, wenn man den Namen der Firma ändert, kann man auch die Steuernummer ändern, die EIN, und damit hat man dann wieder eine neue Firma und kann dann eine neue Karte beantragen und kann den Bonus wieder abgreifen. Und das ist halt das, wo man das Potenzial sieht und wir bei unseren Kunden, die in den USA Firmen haben, auch sehen, dass man da halt wirklich das unlimitierte Meilenkarussell machen kann. Und auch damit, ich weiß nicht, ist das Travel-Hacking? Zumindest ist es Credit-Card-Hacking. Und damit hat man halt wirklich viel Spaß. Ich persönlich, ich bin ja jetzt hier 14 Tage in Kalifornien, ich habe kein Hotelzimmer bezahlt, ich habe alles auf Punkten abgenudelt. Und wenn du alleine guckst, Indian Wells kostet 23.000 Punkte, aber diese 23.000 Punkte entsprechen einer 700 irgendwas Dollar Rate, das sind $800 inklusive Steuern. Und dann kann man mal ausrechnen, wie viel es gekostet hat, die Punkte zu generieren. Weil wenn man überlegt, man kriegt ja für die Hyatt-Kreditkarten bei Chase kriegt man ja 60.000 Punkte, wenn man die einfach nur nimmt und dann ein bisschen Umsatz macht. Einmal, glaube ich, 6.000, einmal 8.000 für die Firmenkarte. Also relativ easy peasy. Dann die nächste Sache ist, man kann nämlich dann, wenn man bei Chase die Sapphire-Karten nimmt, die ich auch gezeigt habe, das war die blaue, da gibt es 100.000 Punkte für $8.000 Umsatz. Kannst du für jede Firma machen und diese 100.000 Punkte kann man 1:1 zu Hyatt überrubbeln. Und was das Allergeilste ist bei der Hyatt-Karte, in meinen Augen bei der Business-Karte, ist das sogar noch geiler als bei der Privatkarte, ist $10.000 Umsatz heißt 5 Nächte auf dem Punktebonus kriegen. Heißt also, man hat, wenn man 300.000, also 150 Nächte gibt es maximal und dann könnt ihr ja ausrechnen, wenn ihr den Umsatz macht, wie viele Freinächte ihr habt. Und alleine mit der privaten Karte gibt es ja alleine dafür, dass man die Karte hat, die $99 kostet, kriegt man ja schon Kategorie 1 bis 4 Voucher. Und eine Kategorie 1 bis 4, da kriegst du schon mal Nächte gepumpt, die kosten €200 die Nacht. Also auch hier wieder Geld gespart, das kostet nichts. Für uns Deutsche ist es halt so ein bisschen das Problem mit den Opportunitätskosten. Heißt also, man muss halt gewisse Nachweise bringen, dass man hier lebt. Gibt kein Register in Deutsch, wie in Deutschland, dass man hier lebt. Ich habe jetzt übrigens auch eine kalifornische Driving License. und ich lebe hier ja nicht bekanntermaßen, aber ist alles kein Problem. Und diese Driving License ist jetzt auch eine Real ID. Aber bevor wir hier wieder auch abschwenken, weil wir eigentlich Revolut als Thema haben, ich kann immer nur hier auf meine Telefonnummer verweisen, da könnt ihr auch einfach schreiben, da kann man da mal gucken, was man machen kann. Es gibt Möglichkeiten mit einer LSC oder ohne LSC, wobei die LSC ist halt wirklich die bessere Variante, weil man da weniger Probleme hat, aber das kann man halt im Einzelfall immer ideal abstimmen. Lass uns zurückkommen zu Revolut. Gibt es irgendetwas, was wie Revolut funktioniert, wo man die Karten noch benutzen kann oder sind die Karten grundsätzlich, was dieses Geschäftsmodell angeht, Geld zu rotieren und Punkte zu bekommen, ohne wirklich Geld zu zahlen, tot in Deutschland? Ja, zwei einfache Antworten. Du kannst die Karte weiterhin benutzen, es gibt halt nur keine Punkte, also ergo das Geschäftsmodell an sich ist tot. Die einzige Ausnahme, die es im Prinzip noch so ein bisschen gibt, ist eben die Geschichte über PayPal. Kann man ja auch Geld an Freunde senden. Das ist im Prinzip noch was möglich ist. Allerdings hier auch ganz wichtig, das ist nichts, was man übertreiben sollte. Wenn jetzt irgendwie mal das Mittagessen dem Freund rüberschickt, dann funktioniert das. Oder wenn ihr irgendwie mit eurem Vermieter ein Agreement habt, dass ihr die Miete eben über PayPal bezahlen könnt und der Vermieter damit fein ist, dann klappt das im Regelfall auch. Allerdings muss man sagen, PayPal ist schwierig. Die haben so tolle Systeme, wo Konten einfach so mal gesperrt werden und dann ist man eben auf nicht wirklich absehbare Zeit da ausgeschlossen und wie lange deren Prozesse dauern, das ist alles so eine Frage, die man nicht beantworten kann. Da ist man so ein bisschen auf PayPal und muss man sich auf PayPal und Gott verlassen. Von daher aus meiner Sicht im Prinzip praktisch gesehen ist es tot. Es mag immer noch so ein paar Ausnahmen geben, aber
ja, in Deutschland aktuell nicht so wirklich attraktiv. Was es gibt, ist Möglichkeiten, sich den Umsatz im Prinzip zu erkaufen. Also das Ganze nicht mehr wie bei Revolut kostenlos zu haben, sondern für so eine Gebühr, lass es irgendwas so um die 2% sein, sich den Umsatz zu erkaufen. Aber da muss man sagen, mit den Sammelratios, die man in Deutschland hat, also irgendwie eine Meile pro Euro Umsatz oder ja, bei der Privatkundenkarte eben nochmal die Hälfte. Da lohnt es sich einfach nicht mehr. Gerade bei der Lufthansa gibt es jetzt immer öfters die Meilenkaufangebote, wo man dann auch in einem relativ niedrigen Centbereich Meilen dazu kaufen kann. Und dann, wenn man zu Hilton rüberschaut, die haben ja im Prinzip ja, mehr oder weniger durchgängig im Jahr den Punkte-Sale, wo man für einen halben US-Cent sich den Punkt kaufen kann. Und dementsprechend würde ich sagen, aus praktischen Gesichtspunkten ist das in Deutschland jetzt ja, relativ bescheiden. Und man sollte sich da doch wieder auf die tatsächlichen Umsätze konzentrieren. Ist halt nur schade für die, die sich halt den Status so errubbelt haben oder gedreht haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, ja, ehrliche Antwort ist, schön war's, solange die Party stattgefunden hat. Ist so. Absolut, genau. Also das muss man einfach mal so sehen. Ich glaube, da haben viele den einen oder anderen Freiflug, die ein oder andere Hotelnacht bekommen. Und darüber sollte man sich freuen, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Klar kann man sich jetzt groß darüber aufregen, aber letzten Endes, wie gesagt, in den AGBs stand es schon längere Zeit anders drin. Deswegen positiv sein, sich freuen, was geklappt hat und ja, die nächste Möglichkeit, Meilen zu sammeln, kommt bestimmt. Gibt ja auch immer wieder so ein paar, ja, wie soll man sagen, Spekulationen, Hoffnungen, dass wenn das Kreditkartenportfolio von der Lufthansa dann nächstes Jahr von der Deutschen Bank übernommen wird, dass dann vielleicht wieder sich Möglichkeiten ergeben. Wobei ich denke, bei der Deutschen Bank, ja, hat man ja auch Köpfe sitzen, die sich das angeguckt haben werden und da dann dementsprechend Entscheidungen treffen. Also Hoffnung kann man in dem Sinne beibehalten, aber darauf zählen würde ich in keinem Fall. Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, dann die Frage natürlich, die Leute interessiert, ist, lohnt sich die Lufthansa Miles & More DKB-Kreditkarte? Oder soll man vielleicht warten, bis sie bei der Deutschen Bank ist? Lohnt sich die Hilton-Karte? Oder sollte man warten, bis man bei der Deutschen Bank ist? Oder sollte man direkt auf amerikanische Kreditkarten gehen? Was ist da so deine Einschätzung als Profi? Ja, also zur Miles and More Kreditkarte kann man ganz einfach sagen, wer sie über den Senator oder so sowieso bekommt oder über den Hon, ja, warum nicht mitnehmen, schadet nicht. Für alle anderen muss man so ein bisschen auf die Umstände gucken. Grundsätzlich kann man ja immer noch über Umsätze, was weiß ich, ja, shoppen, essen gehen und so weiter, kann man ja immer noch viele Meilen sammeln und bevor man die irgendwie mit seiner Konto-Debit-Karte bezahlt und gar nichts bekommt, ist die Miles and More-Karte da auf jeden Fall eine interessante Alternative. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen. Man kann sich ja so ein bisschen ausrechnen, was kostet mich die Jahresgebühr, was sind die Meilen, die ich da über die Zeit bekomme, wert. Das ist so die eine Komponente der Gleichung. Und dann das zweite Thema ist natürlich, es gibt neben dem Meilensammeln auch noch so ein paar andere Vorteile im Bereich Versicherung, im Bereich Kleinmeilenverfall. Da kann sich das immer lohnen. Also wenn jetzt jemand irgendwie sehr wenig fliegt und doch noch einige Meilen bei Miles and More rumliegen hat, bevor man die dann verfallen lässt, auf jeden Fall eine Möglichkeit, sich mit der Kreditkarte da im Prinzip den Meilenerhalt zu erkaufen. Und auch ansonsten so in den täglichen Umsätzen ist natürlich immer noch einiges an Wert drin. Wobei da muss man dann eben wirklich auch überlegen, lohnt sich die Miles and More Kreditkarte, lohnt sich die Amex? Das ist ein Thema, was wir dann auch immer auf individueller Basis entscheiden, weil da gibt es ja einige Faktoren, die da doch nochmal Einfluss nehmen, gerade auch was Amex-Akzeptanz angeht, obwohl das immer besser wird. Und zum zweiten Thema lohnt sich die Hilton-Kreditkarte. Da muss ich ganz klar sagen, für jeden, der, ja, sag ich mal, mindestens 2 Nächte im Jahr bei Hilton verbringt, aber gleichzeitig nicht genug Nächte dort verbringt, um den Gold-Status zu bekommen, lohnt sich die Karte auf jeden Fall. Warum lohnt sich die Karte auf jeden Fall? Die Karte kostet 48 Euro.
Mit dem Gold-Status hat man bei jedem Aufenthalt das Frühstück inklusive, die Chance auf Upgrades und so weiter. Aber wenn wir es jetzt mal ganz einfach uns angucken, allein das Frühstück für zwei Personen kostet ja, wenn man jetzt von 20 Euro pro Person ausgeht, für eine Nacht schon 40 Euro zusätzlich. Und dementsprechend hat man dann ab der zweiten Nacht eigentlich mit der Hilton-Kreditkarte, wenn man jetzt jemand ist, der frühstückt, im Prinzip schon wieder die Jahresgebühr raus. Also dementsprechend kann man da sagen, die Karte ist weiterhin spannend, den Gold-Status gibt es immer noch. Das Einzige, was halt jetzt nicht mehr ganz so leicht geht, ist den Diamond-Status über die Karte zu bekommen. Heißt also im Prinzip, Gold ist ja auch schon ein guter Start, weil wenn du überlegst mit dem Frühstück, was allein das Frühstück kostet, das hast du ja mit zwei Frühstücken spätestens raus, die 48 Euro. Ja, absolut. Also. Also das lohnt sich für jeden. Und das ist auch wirklich was, muss man Hilton hoch anrechnen, dass die eben schon ab dem Goldstatus, was ja so ein mittlerer Status ist, im Prinzip das Frühstück inkludieren. Da ist Marriott ja ein bisschen geiziger. Da muss man dann doch was höher kommen, um das Frühstück dabei zu haben. So das kleine, wie sagt man, nee, nicht das Salz in der Suppe, das Haar in der Suppe ist, dass in den USA, da kannst du ja wahrscheinlich gerade ganz gut berichten, man das Frühstück eben dann durch Voucher ausgeglichen hat. Also man bekommt nicht mehr das Frühstücksbuffet inklusive, beziehungsweise das Continental Breakfast, sondern man bekommt, wie viel Dollar sind es? Das ist irgendwie auch so eine Sache für sich, je nach Brand, je nach Destination. Aber man bekommt irgendwie so einen Dollarwert, mit dem man sich dann was kaufen kann, 12 weil wenn Dollar. man 12 Dollar, ja, das ist dann doch relativ Überschaubar. ja, knapp bemessen, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen mehr als einen Kaffee oder irgendwie so ein Croissant haben möchte, ne? Ja, das ist der Grund, warum ich mit Bonvoy nicht so happy bin. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, ich bin auch nicht so der Frühstückstyp. Also ich habe hier bei Hyatt ja immer Frühstück kostenfrei mit dabei. Und also wenn ich ankomme, nehme ich das Frühstück, weil ich dann quasi von der Zeitzone so bin, als ob es Frühstück wäre. Frühstück wäre hier, heißt aber Abendessen in Deutschland oder sowas. Dann passt das zeitlich. Aber wenn ich mich hier akklimatisiert habe, so wie heute, ihr habt ja gemerkt, die Sendung kam heute später, dann habe ich auch gerne mal länger geschlafen und gehe dann zu Chipotle zum Beispiel frühstücken. Kann ich nur empfehlen. Chipotle ist immer lecker. Ja, oder das Chick-fil-A Breakfast Sandwich, ne? Das Nee, das Chicken ist Sandwich. dieses Brisk. Das ist dieses Brisk, das mag ich nicht. Ich mag richtiges. Also wenn, dann richtig, mit Pepper Jack. Ach so, okay, ja. Nee, ich fand das immer so eine ganz interessante Kombination da, das Chicken mit Honey und der Hot Sauce. Aber gut, jedem das seine. Ich glaube, Dafür der Punkt ist nehme ich auch gerne eine rübergekommen. Suppe. Also ich nehme auch die Suppe bei Chick-fil-A. Ich sag mal Chick-fil-A, das heißt aber Chick-fil-A, also A. Aber die Werbung ist doch Eat More Chicken, sagt die Kuh, ne? So war das doch. Die sind so lustig. Und sonntags geschlossen. Das ist ja auch wieder so eine religiöse Veranstaltung. Aber cool gemacht, cool gemacht. Ja, ja, was soll ich dazu sagen? Ich finde es okay. Ich bin ja bei Miles & More gesperrt worden, also bei der DKB Bank für Kreditkartenzahlung. Das hatten wir, glaube ich, gar nicht besprochen. Und zwar, wo ich Überweisungen mache mit der Karte. Ist das eine Alternative? Ja, das ist eine Alternative, ist allerdings eine schlechte Alternative. Es gibt den Miles and More Überweisungsservice, wo du dir eben im Prinzip in der Online-Banking-Oberfläche ja, Geld aus deinem Kreditrahmen an ein Konto überweisen kannst. Also kannst ganz normale Überweisungen darüber abwickeln. Dann gibt es dafür auch Meilen, allerdings sind die Gebühren da auch wieder so hoch, dass es sich einfach nicht lohnt. Also da wirklich die Empfehlung, wer jetzt irgendwie überlegt, den Überweisungsservice zu benutzen, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie darum geht, dass man noch, was weiß ich, 200 Meilen braucht, um schnell irgendwie einen Flug buchen zu können. Wobei schnell da auch so eine Sache ist, bis die gut geschrieben sind. Aber sobald es da um größere Beträge geht, ist es eigentlich immer die bessere Option, die Meilen zu kaufen. Das kann man mittlerweile bei Miles and More direkt machen in diesen Bundles. Also ihr kauft dann irgendwie Meilen und es gibt immer noch irgendwie so ein Avis Gold-Status oder sonst was dazu, weil Miles and More so ein paar
ja, Bedenken hat, wirklich einen Cent-Value an eine Meile zu taggen. Deswegen verkauft man das als Pakete. Aber long story short ist, da kauft man eigentlich Meilen und das geht eben für 1,x Cent. Also das ist auf jeden Fall die bessere Option. Und ansonsten, wer ganz gern irgendwie so Zeitungen liest, da gibt es natürlich immer noch die Abo-Kombination, dass man irgendwie so ein Abo von irgendeiner Zeitung sich bestellt und dann eben dazu die Meilen bekommt, da ist man auch wesentlich günstiger unterwegs, als wenn man es über den Überweisungsservice macht. Ich frage ja für einen Freund, ne? Was ist der Wert der Meile bei Lufthansa, dass man den versucht zu verstecken? Ich meine, rein theoretisch kannst du das doch selber ausrechnen über die Payback-Nummer. Das ist doch komplett Banane. Ja, es ist Banane. Man kann es sich ausrechnen. Allerdings, so wie ich das verstanden habe, hat man da bei Lufthansa so ein bisschen Angst, beziehungsweise bei Miles and More, dass irgendjemand auf die Idee kommt, beziehungsweise da gab es mal Fälle, wo sich Leute irgendwie ihre Meilen auszahlen lassen wollten und das Ganze irgendwie vor Gericht gelandet ist. Die genauen Details habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Entweder war es, dass die Meilen verfallen oder so. Und da war dann eben die Sorge, dass wenn man die Meilen zu nah an irgendeinen Centwert knüpft, also dass man irgendwie sagt, hey, du kannst Meilen für, was weiß ich, 1 Cent die Meile kaufen, dass man dann eben da Tür und Tor öffnet, um irgendwie in Gerichtsverfahren angreifbarer zu werden. Gibt ja einige Themen, wo es immer so Fragen gibt, ne, irgendwie Meilentickets, Downgrade, was steht einem dazu und so weiter und so fort. Und ich glaube, da möchte man bei Lufthansa einfach so ein bisschen den Wert der Meile im Wagen halten, was ganz spannend ist, ne? Weil wenn du es dir anguckst, Delta, British Airways, die sind da ja ganz anders unterwegs und machen das immer klarer, was irgendwie so eine Meile wert ist. Ich glaube, bei Delta hat irgendwie auch mal jemand aus dem Management gesagt, ne? So eine Meile sollte 1 US-Dollar-Cent mehr wert sein, nicht mehr, nicht weniger. Und das ist natürlich dann der andere Approach. Wobei für uns Meilensammler und Meilennutzer ist es ja auch eigentlich immer ganz schön, wenn man da ja so eine Spreizung hat, was eine Meile wert ist. Bei Lufthansa gibt es ja schon ab und zu auch mal ganz, ganz gute Möglichkeiten, wirklich ein Schnäppchen zu machen. Also Meilenschnäppchen einerseits, First Class andererseits. Da ist man dann doch ganz froh, dass die Meile mehr wert sein kann als nur 1 Cent. Dann nehmen wir das einfach mal so hin. Wobei natürlich die Lufthansa sich da auch wieder wie immer ins eigene Knie schießt, weil wenn man überlegt, man legt dann zum Meilenwert so einen Grund, ein First-Class-Ticket, dann kann so ein Meilenwert schon mehr als ein Cent sein, wenn man das mal hochrechnet. Und das andere, was ich auch spannend finde, ist natürlich, man will den keinen Wert zutackern. Ja, aber am Ende des Tages ging es damals darum, als die Meilenentwertung war, ich glaube vom Prof Tobias Egg, wie heißt er nochmal, Tobias Eggendörfer. Und er war da ja dann auch quasi, also er hat ja auch gesagt, dass die Meilen da halt ein Verlustgeschäft für ihn sind und Lufthansa muss dann ja auch kompensieren. Also am Ende des Tages ist es ja auch, wenn du sagst, so ein Downgrade von der First Class in die Business Class mit einem Meilenticket, ist auch fix festgelegt. EU-Kompensation ist da knallhart. Die sagen ganz klar, dass das die Hälfte vom First Class, also von der Preisdifferenz ist vom Ticket am Flugtag One Way. Und in den USA ist es ja auch knallhart. Da kriegst du ja sogar noch mehr Kompensation vom Department of, ist das DOJ oder wer das macht? Oder ist das hier DOT Travel, ne? Das Department of Travel. Ja. Sind die Jungs von Travel? Hier, Buttigieg macht das ja, ne? Oder? Ne, der ist Verkehrsminister, ne? Ah, ich weiß nicht, ist auch scheißegal. Ich glaub, der ist da der richtige Ansprechpartner, genau. Also es Ja, hängt irgendwie der unter. ist lang genug geflogen, um zu wissen, wie es als Opfer ist. Und das ist halt so die Geschichte, dass ich da Lufthansa halt nicht verstehe. Aber hey, wer sind wir? Wir haben jetzt, wie lange haben wir denn geredet? 34 Minuten ist länger geworden, als wir gedacht haben. Ich danke dir für deine Zeit, die du in Singapur genommen hast. Bei dir ist welche Uhrzeit jetzt? Bei mir ist jetzt 9:49 Uhr, perfekt für ein Frühstück, heute ohne den Goldstatus bei Hilton, aber genau, ja, und bei dir ist es jetzt in Los Angeles, das sind wie viele Stunden? Ich bin 16 von hier? einen Tag früher, mein Freund. Ich bin noch am Freitag. Du bist ja schon am Samstag. Also bei mir ist hier jetzt 18:41 Uhr. Ich werde jetzt gleich zu Chipotle tippeln mit meiner Mutter.
Oder vielleicht hat sie was anderes gefunden. Aber bei mir geht Chipotle immer. Also. Ja, da würde ich jetzt Nein sagen. Aber du hast ja Aber zumindest in Singapur gab es doch diesen Pop-Up-Store von In-N-Out Burger, war das, oder? wir haben Five Guys hier, In-N-Out aber nicht. Ich glaube, da musst du wirklich nach Kalifornien beziehungsweise irgendwie in den Westen von USA. Ja, aber die Wir hatten doch so einen haben. Pop-Up gemacht in Singapur, wo die nur ein oder zwei Tage so einen Burgerstand aufgemacht haben. So als Marketing-Gag. Ach, okay. Ja, da habe Sowas. ich dann was verpasst. Wobei Das man sollte aber, ich wissen. ja, wobei man aber Ja. Ehrlichkeit halber sagen muss, in Singapur ist das Essen leider lecker. Also da muss man, also da kannst du ja alle kulturellen Sachen nehmen. Wobei das deutsche Restaurant, wie heißt das deutsche Ding nochmal? Dieses, der Pseudo-Bayer. Wir haben es, Paulaner Brauhaus, beim Konrad, meinst du das? Nee, das ist so eine Kette. Wie heißen die nochmal? Brotzeit, Brotzeit. Ja, Brotzeit. Ja. Ich finde, die haben mit Deutschland relativ wenig mittlerweile zu tun. Ja, es ist schon lustig, ne? Wie hier irgendwie im Prinzip immer so die Perception ist, dass man in Deutschland jeden Tag Schweinshaxe, Porkknuckle isst und Bratwurst. Aber genau, das ist dann das, was man hier so als deutsches Essen bekommt. Also von daher ist man hier, wenn es dann mal europäisch sein soll, doch eher beim Italiener besser aufgehoben aus meiner Sicht. Aber du sagst es hier gibt's genug gutes Essen, dass man nicht auf die Burger beziehungsweise pseudodeutsche Schweinshaxe angewiesen ist. Ich finde ja auch McDonald's und sowas. Ich bin mittlerweile über McDonald's und Burger King bin ich drüber. Also da muss ich ja ehrlicherweise sagen, da will ich gar nicht hin mehr. Ich gehe aus Verzweiflung manchmal hin. Aber ansonsten, wenn man überlegt, was für qualitativ hochwertiges Essen mittlerweile verfügbar ist, weltweit, da brauchst du halt auch in Peking oder sonst wo nicht mehr auf Mc's zu gehen. Du hast ja auch in Singapur geiles, ihr habt ja da, wie heißt das nochmal hier, diese indische Veranstaltung. Dann Chinatown und so weiter. Also da ist alles. Also da bin ich neidisch. Wann ist wieder das Food Festival? Im Herbst, ne? Ja, wir haben hier eigentlich immer Food Festival. Also heute ist in Dempsey abends so, ich glaube, Latin Food Festival und Ah. dann in 2 Wochen geht hier wieder die Restaurant Week los für alle, die mal nach Singapur kommen. Kleiner Tipp, vorher mal schauen. Singapore Restaurant Week, da gibt es immer so, ja, was weiß ich, so knapp 100 Restaurants, die mitmachen, die dann so ein Special Menu haben. Und das ist immer eine ganz coole Veranstaltung. Und ansonsten natürlich Street Food hier, die Hawker Center. Da kriegt man wirklich alles, was man sich vorstellen kann und auch nicht vorstellen kann. Und es schmeckt dann doch immer ganz gut. Schaut in die Beschreibung rein, da ist ein Link, da könnt ihr eine kostenlose Beratung machen, 15 Minuten. Und wenn ihr ein ganz schwieriger Fall seid, dann verschicke ich euch und versende euch an Johannes. Wenn ihr mehr solcher Sendungen haben wollt, wo es um Kreditkarten geht, ist das Kreditkarten Real Talk? Wie sollten wir das nennen? Wie nennen wir sowas dann? Das überlegen wir uns nochmal. Ihr werdet sehen, wenn wir das Video hochladen, wozu wir uns entschieden haben. Ja, bei Fragen immer gerne melden. Kreditkarten sind nach wie vor spannend. Es gibt nach wie vor Möglichkeiten. In Deutschland eben nicht mehr ganz so spannend wie noch vor 2, 3 Wochen. Aber wir finden da natürlich auch immer was für euch passt, dass ihr da nochmal einen zweiten Hebel neben dem Reisen habt, um Punkte, Meilen und Co. zu sammeln. Und jetzt der Abspann. Also Kanal abonnieren, Glocke, Like und Kanalmitgliedschaft. Bis dann. Ciao. Johannes, willst du noch die Hand hochheben zum Tschüss sagen? Ja, ciao. Bis dann. Okay.